aber hallo. Danke, danke. Ich muss jetzt unseren Zuschauern zu Hause sagen, wenn man so nett begrüßt wird, wer hier alles ist. Also viele Zuschauer sind da aus Frankfurt, Wiesbaden, aber heute ein ganzer Laden voll mit Freunden aus Dortmund und Recklinghausen. Hallo, 5 Wettbewerbe, eine Herausforderung und auch heute kommen wieder welche, die etwas zum ersten Mal probieren im Leben. Und mein Serviceteam hat das schon ein paar Mal gemacht. Routiniers, hier sind sie, das Aber-Hallo-Team. Hallo, seid ihr in Form? Ja, schon. Sag mal, wie lange braucht ihr so für Make-up? 5 Minuten. Oh. Und du? Das Gleiche. Eigentlich schminke ich mich nie, aber... Also, es geht los. Erster Wettbewerb. Ihr geht ran an die Arbeit und ich zu den ersten Kandidaten. Jetzt mal ins Fernsehen. Da bist du. Jawohl. So schnell kommt man ins Fernsehen. Wir werden Ihnen jetzt 2 starke Männer zeigen. Mit solchen Händen und solchen Dosen. Eine spritzige Angelegenheit, die Art, wie Frank Herbst aus Lübeck es bevorzugt, Cola-Dosen zu öffnen. Der Pokalsieg und die vielen Küsschen waren der Mühe wert. Eine Unverschämtheit, Frank Elsners Gesicht so zu zerknittern. Kein Problem für unseren Cola-Dosen-Herausforderer Karl-Heinz Wagner aus Wörth an der Isar. Er rückt die Dinge schon wieder zurecht. Bravo! Frank Herbst, der Mann, der vorgelegt hat. Karl-Heinz Wagner, der Mann, der ihn schlagen möchte. 12 Dosen sind per Hand geöffnet worden. Und Frank, jetzt muss ich Ihnen mal was sagen. Wir haben bei einer Dosenherstellfirma gesagt, Sie sollen doch mal testen, wie viel Kraft muss der Mensch aufwenden, um so eine Dose zu testen. Und wissen Sie, was herauskam? Weiß ich nicht, nein. Raten Sie mal. 100 Kilo ungefähr? Nee, die haben gesagt, es ist unmöglich. Tja, werde ich gleich das Gegenteil beweisen. Die haben gesagt, es ist unmöglich und wir alle werden hier das Gegenteil beweisen, nämlich der Frank und unser Karl-Heinz Wagner. Herr Wagner, stellen Sie sich doch mal vor, wo kommen Sie her? Ich komme aus Wörth an der Isar, bin 46 Jahre, bin verheiratet, habe 2 Kinder im Alter von 22 und 24. Und als Hobby und müssen Sie doch irgendwas haben, wo Sie einen starken Mann markieren. Nö, nicht unbedingt. Ich habe ein Hobby, das ist Fotografieren. Ja. Nebenbei ein bisschen filmen. Tja, und bin gekommen heute, um den großen Pott nach Bayern zu holen. Na gut, werden wir sehen. Sonst geht der Pott nach Lübeck. Wo da genau? Nach Süße. Ich hole mal so eine Dose. Ich möchte unseren Zuschauern vielleicht hier noch mal so eine Dose zeigen. Wir kennen das ja alle von dem berühmten Nippel, den man da durch die Lasche zieht. Und manchmal beim Öffnen geht das Ding ja ab. Und dann fragt man sich, wie kriegt man es auf? Und dann nimmt er das in die Hand. Halt mal bitte. Zeig mir doch mal ganz schnell, wie man es wirklich macht. Also, man nimmt die Dose in die rechte, in die linke Hand. Ich, ja, ist eigentlich egal. So, ja. Und jetzt klemmt man die Finger da drunter. Die Hand seitenverkehrt von der anderen Seite rüberlegen. So rum. So rum, genau. Aha. Das ist ja fast wie beim Golf. Mit den Händen ordentlich drücken, dass der Deckel hier, der vorgestanzte Deckel rauskommt. Und wissen Sie, was jetzt gemein ist? Ich kann jetzt drücken und drücken und drücken und er hat keine Angst, dass er nass wird. Ja, also gut. Und so öffnet er dann die Dosen und er macht das natürlich auch. Also los. Sie fangen an. Sie sind der Herausforderer. Bitte schön. Mal sehen, wie viele Dosen wir schaffen. Zu schlagen gilt es 12 in einer Minute. Auf die Plätze. Aber hallo. Die erste. 2. Klasse ist der Mann. Der packt's. 3. Und die Dosenhersteller, die überdenken noch mal ihre Auskunft, die sie uns gegeben haben. 7. Noch 25 Sekunden.
12. Noch 12 Sekunden. 17! Halt, stopp, ist okay, ist okay, ist okay. Das bringt was, wenn man dann so schreit und sich selber anfeuert. Ich hätte früher schreien müssen. Wieso? Das war am Anfang. Nee, das war super. Das sind 5 mehr, als der Frank damals vorgelegt hat. Aber zu wenig. Das sind 17, die wir gelten lassen in dieser Minute. Und jetzt auf die Seite treten und auch dem Frank die Daumen drücken. Wir sind faire Wettkämpfer. Achtung, spannen Sie Ihre Schirme wieder auf und an die Dose, aber hallo! Noch 50 Sekunden! Noch 40 Sekunden! Noch 30 Sekunden. Es wird knapp, Freunde. Der Alte ist auch der neue Meister. Und die letzten 3 Sekunden. Und Schluss. 23. Komm her, Frank. Also, in meinem ganzen Leben stand ich noch nicht bei einer Fernsehsendung neben einem Kandidaten hier mit dem Schirm. Also, das war große Klasse. Beim ersten Mal, als wir uns gesehen haben, da waren es 12 und jetzt 23. Ist das einfach der Ehrgeiz, den anderen dann zu schlagen? Auf jeden Fall, ja. Und ein bisschen Übung natürlich, ne? Ja, nun wollen wir natürlich zu Hause vielleicht den Kids den Tipp geben, übt nicht gleich. Es gibt einen unglaublichen Dreck. Wir haben auch keine Cola-Dosen hier genommen. Wir haben nichts Süßes und kein Nahrungsmittel hier verspritzt. Es waren reine Wasserdosen. Probiert's gar nicht erst. Es geht nicht. Man muss mindestens diese Muckis haben. Guter Zweiter, gut gemacht. Preis geht nicht nach Bayern, aber die Blumen und der Pokal geht jetzt Richtung Lübeck. Und dazu die Medaille. Und dann kann es noch mal 10.000 Mark geben. Aber jetzt geht's erstmal in die Luft. Gut, gut, meine Kandidaten sind hier schon etwas abgedreht, aber dafür sind sie nicht zu schlagen. Die Flying Bananas, Manfred Schwelter und Christian Pöllert aus Frankfurt. Gegen sie anzutreten, das zeugt schon von sehr viel Mut. Nur fliegen ist schöner. Schwerkraft wie auf dem Mond. Meine Jungs, Markus und Michael Kubica, kennen sich auf Frankfurts Trampolinen etwas besser aus als deine fliegenden Bananen. Wir sehen uns im Studio. Unser Serviceteam turnt sich noch ein bisschen ein, macht sich warm auf dem Mini-Trampolin. Und unsere Gäste haben sich sicher auch warm gemacht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, liebe Kubikas, dass ihr jetzt nicht kalt in den Wettbewerb geht. Ja, genau. Wie lange hast du dich aufgewärmt? Ja, 20 Minuten. Wie war das hier bei den Vorgängern, bei den Halbprofis in der Zwischenzeit? Ja, ich habe mich nur 10 Minuten aufgewärmt, weil ich habe mein Maskottchen dabei. Und das ist der Trainer. Das ist der Mann, der aufpasst, dass die Kubikas so viele Titel als möglich holen. Ist noch gar nicht so lange her. Einer von euch ist deutscher Meister im Einzel geworden. Ja. Wer? Ja, das bin ich. Sei nicht so bescheiden, hör mal. Ja, super, im Trampolin. Ich möchte jetzt gerne etwas zu diesem Wettbewerb sagen. Wir veranstalten hier jetzt natürlich keine Trampolin-Wettbewerbe, sondern wir haben uns eine ganz bestimmte Figur ausgesucht und wollten einmal wissen, wie lange lässt es eigentlich die Anziehungskraft der Erde zu, dass ein Mensch, der nur einmal Schwung holt, sich dabei trotzdem dreht. Wer fängt an? Michael Kubica, einverstanden? Michael, auf die Matte! Zuerst wird er sich jetzt einspringen. Und gezählt wird, wenn er aus der Bauchlage dann zum ersten Salto angreift. Achtung, Sie können alle mitzählen. Wer schafft die meisten? Ab jetzt wird gezählt. 1, 2, 3, 4, 5,
sechs, sieben, acht. Markus! So, Markus, jetzt aber. Einmal Schwung holen. So hoch kommt man dann nie wieder. Ab jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17. Hey! Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Markus, jetzt bist du kaputt. Ja, ich bin platt. Mir dreht sich alles. Ja, ich halte dich fest. Danke. Im Wettkampf habt ihr es ein bisschen leichter, ne? Würde ich nicht sagen. Also da kommen noch die Schiedsrichter dazu, da ist man schon ein bisschen nervöser als hier. Ja, hier hast du auch tolle Schiedsrichter gehabt. Hier ein Riesensaal voller Publikum. Alles Kubica-Fans. 25 haben sie zusammen geschafft. Und die Flying Bananas. Wer macht sich als erster warm? Aber vorher, bevor wir euch jetzt sehen, möchte ich unseren Zuschauern sagen, kommen Sie bloß gleich wieder. So, herzlich willkommen beim zweiten Durchgang. Ich darf noch mal in Erinnerung rufen, 25 Umdrehungen für die Gebrüder Kubica. Und das muss jetzt geschlagen werden. Das hoffen zumindest die Fans der Flying Bananas. Aber stellt euch doch mal mit eurem richtigen Namen vor. Ja, ich bin der Christian Pöllert. Und Christian, Sie waren auch mal Deutscher Meister. Wir waren Deutscher Meister, Europameister, Vize-Europameister. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und? Manni Schwedler. Manni, wer fängt an? Ich fange mal an. Vorwärts oder rückwärts? Ich fange vorwärts an. Gut, soll ich so lange den, ja, die Banane. Banane halten? Also, auf geht's, Manni. Achtung. Manni, danke. Ihr wisst, was es zu schlagen gilt. Achtung. Und jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh! Manfred. Nun ja, Wunder dauern etwas länger, aber man soll ruhig an sie glauben. Achtung. Und komm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, super! 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ja! Los! Komm her. Boah. War knapp. War knapp.
3 mehr. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen. Danke. Hier ist euer Pokal. Aber die Kubikers, die Jungs, waren doch auch klasse. An der Stelle möchte ich noch mal was sagen für alle, die jetzt zu Hause zuschauen und sagen, das kann ich auch, mein Trampolin springt noch viel besser mit mir um. Sie können sich ja bei uns melden. Unsere Pokale sind Wanderpokale. Sie müssen innerhalb eines Jahres einmal verteidigt werden, wenn sich jemand meldet. Also erst nach einem Jahr gehört er euch wirklich. Ich bin gespannt, wer den Mut hat, die Flying Bananas herauszufordern. Und jetzt zu einem ganz anderen Wettbewerb. Er hat etwas ein bisschen zu tun mit den Fans, die sehr oft die Schere nehmen und etwas ausschneiden, weil sie sich mit ihrem Liebling beschäftigen. Inka Jagusch aus Trochtersen hat mehr als nur ein nettes Gesicht. Wer gegen sie antritt, der sollte sich warm anziehen. Besonders den Hofknicks beherrscht sie wie keine andere. Da erblasst sogar die High Society for Night. Barbara Knoll-Hilfonzeder, du siehst sie hier, hätte gar keine Zeit zu erblassen. Alle sind sie hinter ihr her. Reporter, Verehrer. Die Salzburgerin ist fast eine Prinzessin. Und Prinzessinnen müssen sich auch nicht warm anziehen, um zu gewinnen. Oder? Liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen gerne 2 junge Damen vorstellen, die ein ganz besonderes Hobby haben. Sie werden allerdings als Gegnerinnen jetzt antreten. Sie kannten sich nicht, sie wussten nichts voneinander. Wir haben aber davon gehört, in Salzburg lebt eine junge Dame, die Barbara Knoll-Wilfonseder. Und sie kennt sich aus mit dem Leben von Prinzessin Diana, dass das nicht zu überbieten ist. Ist das richtig so? Ja, das stimmt. Und seit wann haben Sie dieses Hobby? Ja, so ungefähr seit meinem 16. Lebensjahr. Und warum gerade die Prinzessin Diana? Diana fasziniert mich. Mir gefällt ihre Öffentlichkeitsarbeit außerordentlich gut, wie sie sich für die AIDS-Kranken einsetzt. Sie hat die Taubstummensprache gelernt. Sie gibt Leprakranken sogar die Hand. Ja, und ihre Mode, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist denn das, was Sie jetzt anhaben, könnte das aus Ihrem Schrank sein? Ja, eigentlich schon. Es ist ähnlich. Sie trägt sehr, sehr gerne farbenfrohe Kleidung und schlichter Schnitt. Also wir werden vieles dazulernen, wenn die beiden Gegner jetzt aufeinandertreffen. Sie sind natürlich jetzt noch ein sehr junges Mädchen, stehen kurz vor dem Abitur. Ja. Was sagen Ihre Lehrer denn dazu, dass gerade Sie sich um Prinzessin Diana so kümmern? Ich denke mal, das wirkt sich vor allem auf die Noten aus. Die sind noch nicht so 100%. Nee, nicht so, wie es sein sollte. Und wie sind Sie zur Prinzessin gekommen? Es ist durch Zufall, weil ich war früher von den Bildern total fasziniert, von den schönen Kleidern vor allem. Und dann hat sich das halt ausgeweitet. Also mit den Kleidern fing es an. Ja, genau. Das ist ja menschlich. Mal sehen, was sie heute anhat. Royal Highness. Show. Have a seat, please. Good evening. Wunderschön, wunderschön. Wann habe ich schon mal die große Gelegenheit, mit einer Prinzessin in einer Sendung zu sein? Meine Damen, ich bedanke mich, dass Sie dieses Hobby haben. Ist das denn jetzt ein besonders wertvolles Kleid, das sie trägt? Das muss Ihnen doch sofort auffallen. Ach doch, schön ist es auf jeden Fall. Gut, lächeln Sie sie doch mal an. Ja. Vielleicht lächelt sie ja zurück. Und Sie sind Ihr allergrößter Fan. Vielleicht lacht sie Sie noch. Ja, so wollen wir Sie sehen. So wollen wir Sie sehen. Also, jetzt wollen wir mal testen, ob Sie tatsächlich sich im Kleiderschrank der Prinzessin auskennen. Denn wir werden jetzt die Hüte testen. Prinzessin hat einige hundert davon. Wir haben uns 9 ausgewählt. Und 3 von diesen 9 Hüten sind tatsächlich Hüte, die sie bei offiziellen Anlässen getragen hat. Schauen Sie sich die Hüte jetzt an. Und schreiben Sie bitte auf, welchen Hut Sie erkennen. Vielleicht wissen Sie ja auch noch, wann sie einen solchen Hut getragen hat. Und Ihre königliche Hoheit wird natürlich hinterher dann bestätigen, ja oder doch nicht. Also, möchten Sie die Hüte noch einmal sehen? Ja, ja. Die Reihenfolge ist oben von links nach rechts. 1, 2, 3, dann 4, 5, 6 und 7, 8, 9. Sind Sie fertig? So, Barbara, wollen Sie mir Ihr Ergebnis schon geben? Und
dieses Ergebnis. Ich sammle ein und jetzt wollen wir mal schauen, was richtig ist und was falsch ist. Barbara hat geschrieben, der zweite Hut kann nur von Prinzessin Diana getragen worden sein. Der erste Punkt. Dann hat sie sich für den Hut Nummer 7 entschieden. Nochmal richtig. Und für den Hut Nummer 9. Ich kann jetzt eines vorwegnehmen. Sie können gleich nochmal klatschen. Denn unsere zweite Kandidatin hat sich auch für diese drei Hüte entschieden. Herzlichen Glückwunsch. Aber vielleicht können wir die neuen Hüte noch einmal zeigen. Wir schauen uns mal den achten Hut an. Oh, was ist die an? Ihre Schwägerin? Oder wie heißt das dann? Hat sie ganz traurig geguckt. Die Schwester nicht? Von ihrem Mann. Das ist sehr gut ausgedrückt. Die Schwester von ihrem Mann, da muss man nicht lange denken. Wunderbar. So, die Hüte kennen Sie. Aber was ist nun mit dem Kleiderschrank? Was ist, wenn Madame irgendwo zum Rennen fährt, wenn sie eine Ausstellung besucht, wenn sie repräsentiert? Wir zeigen Ihnen jetzt 9 Kleider. Und 3 davon müssen Sie als die echten Kleider der Prinzessin erkennen. Konzentrieren Sie sich auf Dianas Kleiderschrank. Jetzt mal so eine kleine Modenschau. Das rote Kostüm ist aus Kaschmir. Das blaue Abendkleid aus Seidentaft. Das rosa Abendkleid aus Satin. Und die Katrin trägt das Paillettenabendkleid. Und jetzt schreiben Sie bitte die 3 richtigen Kleider auf. Sind Sie fertig? Dann wollen wir das mal festhalten. Ich bitte das Kleid 1, besser gesagt das Mannequin im Kleid 1, einen Schritt nach vorne zu treten. Im Kleid 4 und im Kleid 6. Und jetzt sehe ich etwas Schreckliches. Unsere zweite Kandidatin hat auch schon wieder die 1, die 4 und die 6 aufgeschrieben. Und jetzt ist natürlich die Frage zu klären, ob das richtig ist. Also, das erste Kleid, das rote Kostüm aus Kaschmir und Satin, wird nicht nur von Jeanette Biermann getragen, sondern auch von der Prinzessin und ist richtig. Das weiße Freizeitensemble Nummer 4 ist richtig. Und das rosa Abendkleid ist auch richtig. Es ist unentschieden. Wie mache ich denn jetzt aus 2 solchen Diana-Kennerinnen eine Siegerin? Das ist ja fast nicht mehr möglich. Wissen Sie denn noch ungefähr, wo das getragen worden ist? Nein, das fällt mir jetzt nicht ein. Fällt Ihnen ein Anlass ein, wo es gewesen sein könnte? Ja, ich glaube, als Charles Polo spielen war, trug sie das Kleid Nummer 4. Da wir das im Moment nicht nachprüfen können, glaube ich Ihnen das einfach und stelle Ihnen eine andere Stechfrage. Treten Sie bitte einen Schritt nach vorne, damit Sie nicht lesen können, was ich mir hier aufgeschrieben habe.
Wer gibt mir die Antwort als Erster, der bekommt den Punkt. Wie viele Brautjungfern hatte Diana bei der Hochzeit? Dann kann ich ja noch mal in Ruhe wiederholen. Wie viele Brautjungfern hatte... Fünf ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. So, unsere Siegerin. Nicht traurig sein, Inka. Nicht traurig sein. Ich gratuliere. Ja, Royal Highness. Wann hat man schon mal dieses Bild? Danke Ihnen ganz herzlich, Königliche Hoheit, dass Sie mir bei der Siegerehrung geholfen haben. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Sie müssen ja müde sein vom Repräsentieren. Inka, Sie haben ja gesagt, Ihre Noten sind nicht die allerbesten in der Schule. Und Sie stehen jetzt kurz vor dem Abi. Sie haben das wunderbar gemacht. Machen Sie doch jetzt einfach mal 3 Monate Diana-Pause, dann bringen Sie den Rest über die Runde und dann legen wir wieder los mit Zeitungsschnitten. Sie haben wunderbar mitgespielt und wir sehen uns nachher beim Aber-Hallo-Spiel, wenn es um den ganz großen Preis geht. Dankeschön. So. Jetzt müssten wir eigentlich die Prinzessin auch noch zum Tanzen einladen. Rock'n'Roll in der Bude, da ist immer Stimmung. Vor einigen Wochen waren gerade wieder die deutschen Meisterschaften. Die zweiten und dritten haben wir eingeladen, um bei uns Erster zu werden. Wie, was, wo, sagen wir gleich. Rock'n'Roll. Das Team vom TSW aus Wiesbaden. Sie sind nicht nur gut drauf, nein, bei ihnen geht's auch drunter und drüber. Aber alle sind sie fit fürs Studio. Das sollten sie auch sein. Die Damen und Herren, Sie sehen sie? Jetzt! Sie sind so flink! Das Rock'n'Roll-Team Rock and Fly aus Worms. Keine Chance, sie zu schlagen. Bei uns werden jetzt keine Damen um den Finger gewickelt, sondern die Damen werden um den Hals gewickelt. Da gibt es eine Figur, die ist sehr anstrengend, die heißt wie? Propeller. Das ist der Propeller, der wird auch in den Wettkämpfen getanzt. Dort allerdings kommt es nicht darauf an, wie lange man kann, bis man umfällt, sondern wie oft tanzt ihr beim Wettbewerb etwa den Propeller? Ungefähr 3-mal, also 3 Stück. Jetzt bei den Meisterschaften haben Sie ihn auch 3-mal getanzt? Nee, hatten wir ihn nicht im Programm. Aha, gut, wir haben ihn im Programm. Jetzt geht es darum, welcher Mann kann seine Frau am längsten um den Hals wickeln? Wie oft schätzen Sie? Vielleicht so 10-mal. Habt ihr geübt, ja, und trainiert? Ja, ein bisschen schon. Ja, ja, gut. Also, ihr Wiesbadener und Wormser, wie erkennt man eigentlich von hier Wiesbaden? So, und das sind die Wormser. Applaus für die zweiten und dritten der Meisterschaften. Bitte formieren Sie sich. Und jetzt kommt's drauf an. Wer hat die beste Kondition? Wer hat jetzt das beste Durchstehvermögen? Aber hallo, fertig, los! Conny May und Thorsten Döbbelmann, ihr seid jetzt total außer Atem und schwindelig. Wenn wir sie jetzt loslassen, fällt sie um, nehme ich an. Ja, besser nicht loslassen. Nein, nein, wir halten sie ganz, ganz fest. Das war toll. Große Klasse. Hat einer mitgezählt, wie oft das war? Ich war so begeistert, habe gar nicht mehr gezählt. Wer hat mitgezählt? 30! 30, habt ihr es schon mal geschafft? Nein, noch nie. Zum allerersten Mal. So, wer schafft es, Ihnen den Pokal zu entreißen, den Sie jetzt bekommen? Herzlichen Glückwunsch. Das Rock'n'Roll-Zentrum in Wiesbaden mit Conny May und Thorsten Döbbelmann. So, und jetzt...
jetzt muss ich unweigerlich an meinen alten Turnlehrer denken. Er war so groß und wollte, dass wir alle in der Schule die Besten werden bei der Hechtrolle im Turnunterricht. Und heute werden wir höchstwahrscheinlich die beiden Meister finden. Zwei Meister der Hechtrolle über das halbe Publikum hier im Studio. Er, Aljoscha Schwarz, ist stets gut gelaunt. Da kann auch mal etwas im Weg rumstehen. Für den Mann aus Baltham kein Problem. Und wenn da plötzlich eine Frau den Durchgang blockiert? Ja, er ist schließlich ein Kavalier. Es gibt viele verschiedene Arten, sich fortzubewegen. Das weiß auch Marc Malzahn aus Ottobrunn. Er hat deshalb seinen eigenen Stil ergründet, der ihm bei Aber Hallo auch noch zugutekommt. Ein kleiner Salto zwischendurch und er ist immer frisch und munter. Aljoscha lächelt noch in sich hinein und Marc lacht zuversichtlich, als sei er schon der Sieger. Aber so weit sind wir noch nicht. Aljoscha Schwarz, ein bisschen was aus Ihrem Leben? Ja, also ich bin Schriftsteller und Komponist und wohne in der Nähe von München. Marc Malzahn, etwas aus Ihrem Leben. Sie haben ein freches Gesicht wie Thomas Gottschalk. Nicht ganz so gut, aber kommt hin. Erzählen Sie uns ein bisschen was von sich. Ich selber komme aus Ottobrunn, das ist bei München. Und bin vor kurzem erst von meinem Trainer angerufen worden mit der Idee, ich soll mal eine Flugrolle sogar ein paar Leute machen. Ich dachte, Mensch, mach ich mit. Gut. Also, jetzt werden wir mal sehen, wie Sie mitmachen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, hier mal das Publikum ein bisschen zu sensibilisieren, dass wir diese erste Brücke hier mal gemeinsam bauen. Ich brauche Freiwillige hier. Freiwillige, die jetzt gerne zu uns kommen. Wer traut sich? Nee, die Frau, Sie sind doch mutig. Kommen Sie als Erste, dann liegen Sie als Erste, dann kann Ihnen am wenigsten passieren. Verstehen Sie? So, genau so. Wer kommt noch? Komm, ja. Ja, ich brauche 8 Stück, bitte. Ja, kommt her, alle her. 8 Damen, mutige Damen und Herren brauchen wir jetzt. Bitte legen Sie sich möglichst eng daneben. So, ran. Jetzt kommen sogar 10. Jetzt kommt das große Problem, wie schicke ich 2 wieder weg? Moment. Gehen Sie wieder freiwillig, oder wie? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mein Programmdirektor hat gesagt, er will sehen, ob ich auf 9 zählen kann. Pass mal auf, du bist sehr mutig, ich weiß das. Aber jetzt, nee, bleib ruhig. Ich muss jetzt eine wichtige Frage erstmal stellen bei den beiden, ja? Seid ihr jemals schon über 9 gesprungen? Nein, noch nicht. Nein. 4 vielleicht. Du, bitte, geh doch wieder. Setz dich wieder dahin. Ich habe sonst so Angst, verstehst du, womöglich. Und so. Also, und wie geht's so? Alles in Ordnung? Ja. Komm, ich stell euch mal alle vor. Wer bist du? Andi. Und? Tobias. Geht ihr in die gleiche Martin. Schule? Nein. Ihr kennt euch gar nicht? Ja, doch, aus dem Sport. Ja? Sportverein. Was macht ihr für Sport? Alles Mögliche. Und die erste Dame? Susi. Susi, wo kommst du her? Amerika. Und du bist Au-pair hier zurzeit, oder wie? Nein, Schülerin. Eine Schülerin aus Amerika, die sich mal ein bisschen Deutschland anguckt und hier Deutsch lernen möchte. Ja. Und jetzt wirst du Fernsehstar. Guck mal in die Kamera. Susi. Klasse. Und? Andreas. Michael. Sonja. Brunhilde. Die Brunhilde liegt hier vorne und markiert den Absprung, meine Damen und Herren. Also, los, ab nach hinten. Wehe, ihr berührt mir hier, meine Freunde. Ich sag es euch, dann passiert was. Jetzt geht's gleich los.
Und hier sind sie wieder, die Wettbewerbe von Aber Hallo, Aljoscha Schwarz schaut sich die Strecke an. Über diese 8 Zuschauer will er hechten und im Auslaufen prallt er an Manfred Hüberl, dieses bayerische Urgestein. Dabei ist er ein Österreicher. Manfred, der stärkste Mann von Aber Hallo. Er passt auf, dass hier keiner an die Wand rennt. Er ist sozusagen der Puffer. Aljoscha Schwarz, bitte nehmen Sie Anlauf. Erste Hechtrolle, erster Versuch. 8 Personen. Kopf runter, Mensch! Ja, das ist ja ganz eindeutig. Klasse! Klasse! Marc Malzahn hat sich für eine andere Technik entschieden. Kopf runter, Jungs und Mädchen hier. An, aber hallo, auf die Plätze, fertig, los! Und der Marc. Alles klar. Sehr gut. Sie können sich vorstellen, liebe Zuschauer, traut sich einer von Ihnen sich da vielleicht noch dran? Bitte schön, hier ist noch ein Mutiger dabei. Komm her. Darf ich Sie vorstellen? Sascha. Sascha, ja. Sie haben gerade Ihr Portemonnaie da liegen lassen. Haben Sie Angst, ich beklaue Nein. Sie? Mama, Nein, kein Portemonnaie. Ah, ja. Bitte schön, Sascha. Und da noch eng dran. Jetzt haben wir hier schon 9. Und Aljoscha, bitte auf die Plätze, fertig, aber hallo. Jawohl. Und der nächste Sprung. Marc Malzahn, bitte. Achtung. Langsam, aber sicher wird unser Spiel hier zur Mutprobe. Traut sich noch einer, sich da dran zu legen? Einer traut sich noch. Dieser Bursche sieht so kernig und kräftig aus. Komm her. Das wird jetzt nicht ganz einfach, das sage ich euch. Wenn er sich legt, ist das so, als wenn sich 2 hinlegen. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Jörg Thiel. Jörg, was machen Sie beruflich? Ich bin Student. Und Sie sind in welchem Sportclub? Im Judoverein. Judoverein, da passen Sie wunderbar zu uns. Wenn er Sie berührt, können Sie ihn gleich auf die Matte legen. So, aber noch viel enger, noch rückt enger aneinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt Aljoscha. Achtung, Anlauf und aber hallo. Und jetzt wollen wir noch Marc Malzahn die Daumen drücken. Schafft er auch die 10 Personen? Bitte schön, Marc. Hepp. Jawohl. Und jetzt, liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen sagen, Sie sind mutig, Sie sind wunderbar, aber jetzt habe ich Angst. Jetzt legen wir einfach unser Service-Team daneben dran. Und unser Service-Team ist auf diesen Service sehr wohl vorbereitet. Wir legen zuerst den Fritz hin. Fritz sagt heute nichts. Fritz ist ganz ruhig. Fritz, regt dich nicht auf. So. Also, Fritz liegt und Aljoscha, bitteschön. Ich jetzt lieber 2-mal tief Luft holen wie ein Maikäfer und hepp. Ja! Oh! Aljoscha, der 11. war ganz eindeutig in der Mitte berührt. Bitte geht wieder auf Position, ihr alle. Mann, bin ich froh, dass ich an 11. Stelle nicht nur einen aus dem Publikum geholt habe. Wenn Marc Malzahn jetzt diese 11 Personen, 10 richtige und ein Dummy schafft, dann ist er aber Hallo, Meister. Bitte, Marc. Achtung. Jawohl! Klasse! Komm her, Marc! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön, dass ihr alle mitgespielt habt. Die besten Plätze sind für euch wieder reserviert. Das ist Susi aus Amerika. Wo kommen Sie her, Marie Pampon? Washington. Aus Washington. Schöne Grüße. Bye-bye. Und hier ist er, der neue Aber-Hallo-Meister. Und da ist sein Pokal.
sich ein bisschen wehgetan? Nee, es ist nichts Schlimmes. Es war vorher schon. Ja? Ja. Okay. Und ich hatte so das Gefühl, bei Ihnen waren noch ein oder zwei drin. Ja, durchaus. Aber ich habe mich jetzt auch beim letzten Sprung, bin ich irgendwie ziemlich hart aufgekommen. Und dann habe ich mir auch in den Füßen ein bisschen wehgetan, weil ich selber auch nicht auf diesen harten Matten gewohnt bin zu landen, sondern ich habe halt doch etwas weichere Matten. Also deswegen, auf jeden Fall können wir unseren Zuschauern, die jetzt sagen, sie können sie schlagen, sagen, der Marc hatte da noch Luft drin. Da ist noch ein oder zwei Personen, kann man da noch anfügen. Soll ich nur melden. Wer den Pokal holen will, der muss ganz schön ausgeschlafen sein. Also Glückwunsch und vielleicht kommen für den 2000 Mark jetzt gleich noch 10. Komm mit. Bitte schön. Alle fünf haben ihre 2000 Mark bereits gewonnen. Jetzt geht es um 10.000 Mark. Und die wollen wir euch jetzt natürlich mal zeigen, um Appetit zu machen. Meine Damen, meine Herren, liebe Zuschauer, 10.000 Mark. Wer räumt die heute ab bei unserem Aber-Hallo-Spiel? Bitte nehmen Sie Ihre Medaillen. Jeder nimmt eine Medaille auf den Rücken und entscheidet sich jetzt, ob er mit oder ohne Medaille spielt. Legen Sie bitte Ihre geschlossene Faust mit dem Rücken auf den Tisch. Und jetzt die richtige Vorhersage, Frank. Wie viele Medaillen sieht man, wenn alle Fäuste geöffnet werden? Eine. Eine für den Frank. Manni? Drei. Drei. Barbara? Zwei. Zwei für die Barbara. Conny? Vier. Ganz mutig. Und der Marc? Zwei. Eins, zwei. Zwei, vier, zwei. Wir werden jetzt sehen, haben wir ein Einzelschicksal oder haben wir den Gewinn zu teilen. Bitte öffnen Sie bei unserem Kommando die Faust. Eins, zwei, drei. Aber hallo! Eins ist richtig. Der Frank hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Frank, 10.000 Mark. Große Klasse. Der Mann mit der Büchse. Hätten Sie jemals geglaubt, Frank, dass Sie mit so einem Blödsinn 12.000 Mark verdienen können? Auf keinen Fall. Hat sich doch gelohnt, ein bisschen zu trainieren. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Wie lange haben Sie es eigentlich geübt? Ja, einen guten Monat, kann man sagen. Wissen Sie, mir macht es Spaß, dass so eine skurrile Geschichte gewonnen hat. Ein Wettbewerb, an den keiner gedacht hat, den Sie erfunden haben. Vielen herzlichen Dank. Sie haben sich das redlich verdient. Ja, danke. Und Dankeschön all den anderen, die mitgespielt haben. Glückwunsch, Frank. Wenn Sie uns schreiben möchten und ebenfalls eine gute Idee haben, dann an folgende Adresse: RTL Aberhallo 50570 in Köln. RTL Aberhallo 50570 in Köln. Der treue Aberhallo-Zuschauer weiß, wir haben zum Schluss immer ein Problem. Dann haben wir nämlich das Problem mit einem Kandidaten, für den wir einfach keinen Gegner gefunden haben. Für den wir einfach auch nicht gewusst haben, wo wir suchen sollen. Und dieser Gegner heißt heute Bernhard Wolf. Guten Abend, Herr Wolf. Bernhard hat gehört, er ist am Sonntag in einer Fernsehsendung, hat sich richtig schön gemacht. Sie sind von Beruf was? Werbetexter. Ich dachte Schneider. Und nee. Sie haben eine Eigenschaft, die muss irgendwann bei Ihnen entdeckt worden sein. Sie können etwas besser als fast alle Menschen auf der Welt, nämlich? Rückwärts sprechen. Also was heißt Frank rückwärts? Knarf. Knarf, das ist nicht schön. Aber hallo? Ola, aba. Und das, Sie können sich fließend mit Menschen rückwärts unterhalten. Ja, ich habe nur keinen. So, ich führe Sie hier mal vorne hin. Suchen Sie sich aus, wen Sie wollen. Machen Sie, was Sie wollen. Lassen Sie sich Sätze geben. Unterhalten Sie sich. Wir werden das Ganze aufzeichnen und nachher die Magnetaufzeichnung rückwärts spielen. Dann werden wir sehen, ob er gut ist, der Mann, oder nicht. Bitte. Genau, und ich brauche beliebige Sätze, die ich mir einfach hier aus der ersten Reihe abhole. Ich möchte dich gleich bitten, irgendeinen Satz zu sagen. Wie heißt du? Andrea. Andrea Aertner, wo kommst du her? Aus Martinstal im Rheingau. Wax-la-m-lat-nitram, also sie kommt daher. Wie heißt du? Stefan. Von dir hole ich mir den zweiten Satz und von dir hole ich mir den dritten Satz. Du heißt? Katrin. Okay, ich hoffe, ihr habt jetzt irgendwelche Sätze euch ausgedacht. Die Bäume sind hoch, draußen schneit es, morgen kommt der Weihnachtsmann.
Und ich bitte euch jetzt um eure Sätze. Das Rückwärtslesen einer Enzyklopädie erfordert viel Konzentration. Nuist artnest noch lief, redrauf rae, id ebur signe ein ja, nes ilstrev ur sad. Jeder Mensch besitzt im Mund ein Raphe pterygomandibularis. Nid sechemoch nia, num me, pstezeb schnem ein e. Wenn ich gewusst hätte, dass du mich fragst, hätte ich mir vorher einen netten Satz ausgedacht. Trad ik sua st az necht ennen ja, st arfjem ut sad, et e zov ik je nev. Nech orbsch ik strev ur est es erei, nere no nemad enjam nun no. Noni ust strev ur ech herbsch je. Flav dran reib zu eman niam. Ola. Wunderbar, ich habe alles verstanden. Bravo, verstanden, komm her. Sollten Sie zu Hause auch die Begabung haben, rückwärts zu sprechen, melden Sie sich. Aber hören Sie sich erst mal das Ergebnis an. Vielleicht verstehen wir gar kein Wort. Noch klatsche ich nicht, noch bin ich neugierig. Achtung. Hallo, mein Name ist Bernard Wolf. Ich spreche rückwärts zu Ihnen. Und nun, meine Damen und Herren, Ihre Sätze rückwärts gesprochen. Wenn ich gewusst hätte, dass du mich fragst, einen netten Satz ausgebracht. So, es lassen wir auf, wenn wir das nach wie müssen, das so wie jeder Mensch besitzt im Mund ein komisches Ding. Das Rückwärtslesen einer Endisprobe, die erfordert viel Konzentration. Wenn Sie ihn herausfordern möchten im schnelleren und deutlicheren Rückwärtssprechen, schreiben Sie an RTL, aber hallo, 50570 Köln. RTL, aber hallo, 50570. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eines zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.